herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Ich meine, man kann ja mal seine Fantasie so ein bisschen laufen lassen. Das Universum ist so riesengroß. Kann es überhaupt möglich sein, dass wir jemals zu anderen Sternen reisen? Ich meine, in unserer Fantasie ist es ja überhaupt kein Problem. Es gibt ja wahnsinnig viele Geschichten darüber, wie Menschen zu irgendeinem Planeten kommen, da natürlich andere Lebewesen kennenlernen, also Außerirdische und so weiter, die tollen Abenteuer, die sich da entspinnen, der Brain Drain, also das Know-how der Außerirdischen, das dann zu uns kommt und alle unsere Probleme löst und so weiter. Also wäre ja schon eine tolle Sache. Ja? Aber es ist so weit weg. Ich meine, Sterne sind so weit weg, das ist, man macht sich keine Vorstellung. Ich meine, ich werde immer wieder gefragt, sagen Sie mal, Sie als Astronom, können Sie denn eigentlich, wo Sie sich immer nur noch mit so großen Zahlen beschäftigen, können Sie dann überhaupt noch irgendwo sozusagen die Semmel einkaufen? Das ist natürlich lächerlich, ja, wenn man glaubt, dass wir Naturwissenschaftler die Bodenhaftung verlieren, nur weil wir uns mit so großen Zahlen beschäftigen. Ich meine, de facto können wir uns genauso wenig diese riesigen Dimensionen vorstellen wie Sie. Ich meine, können Sie es? Ich nicht. Tatsache ist, es ist alles so weit weg, dass man eigentlich unglaublich schnell fliegen muss, um dahin zu kommen. Und das Thema der heutigen Sendung wird sein, kann man mit Lichtgeschwindigkeit reisen? Kann man das schaffen? Ja, und wenn man das schafft, was passiert denn dann eigentlich, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum fliegt? Ja? Wieso überhaupt nur Lichtgeschwindigkeit? Gibt es da nichts Schnelleres und so weiter? Also, naja, Sie werden ja sehen, es wird dabei eines herauskommen. Zum Beispiel, ganz wichtig, warum die Klingonen, Sie kennen die Klingonen, das sind die Kameraden, die bei Star Trek mit dabei sind, warum die Klingonen einen solchen Wulst auf der Stirn haben. Das werde ich Ihnen erklären können und viele andere hochgradig interessante Dinge. Ja, wie ist das mit der Lichtgeschwindigkeit? Wieso ist die Lichtgeschwindigkeit eigentlich eine Grenze? Naja, irgendeine Grenzgeschwindigkeit muss es geben im Universum. Sie können keine beliebig hohen Geschwindigkeiten haben. Dann wäre die Welt nämlich nicht kausal. Dann wäre es gar nicht möglich, zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden, wenn es möglich wäre, dass Wirkung sich instantan, also schlagartig, ausbreiten würde. Das kann überhaupt nicht sein. Es muss also eine Grenzgeschwindigkeit geben. Und eines hat sich herausgestellt, das Naturgesetz, die Lichtgeschwindigkeit ist die Grenze. Schneller geht's nicht. Jetzt werden Sie sagen, naja, nur mit der mit seinen Naturgesetzen. Das, was Sie jetzt gerade machen, Sie atmen doch ein, oder? Also atmen Sie ruhig mal ein. Was machen Sie denn da? Sie nehmen Sauerstoffmoleküle zu sich. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ja, diese Sauerstoffmoleküle würden sich nicht nach Naturgesetzen verhalten, ja, so wie Quantensysteme das nämlich tun, nämlich keine Individualität besitzen, sondern die wären so wie Sie. Schon mal einen schlechten Tag gehabt, Sie würden die Sauerstoffmoleküle aufnehmen, die würden sich nicht mit Ihrem Blutfarbstoff verbinden. Nee. Die Welt der Dinge, die Welt der Körper, die Welt der physikalischen Gesetze ist eben so, wie sie ist, ganz wichtig. Ohne fein aufeinander abgestimmte Naturgesetze gäbe es uns gar nicht. Die Tatsache, dass diese Moleküle sich so verhalten, wie die Naturgesetze es vorschreiben, ne, macht es uns überhaupt erst möglich zu existieren. Also Naturgesetze sind was ganz, ganz, ganz Wichtiges für die Stabilität der Welt und auch dafür, dass es Lebewesen geben kann, die überhaupt darüber nachdenken können, ob sie sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen können. Eine der wichtigsten Theorien, die wir haben, ist die spezielle Relativitätstheorie. Die ist vor 100 Jahren von Einstein in die Welt gebracht worden und die bringt nun einige Dinge an die Oberfläche. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Relativitätstheorie heißt vor allen Dingen, die Lichtgeschwindigkeit ist in allen Bezugssystemen gleich groß. Ja? Ist eben nicht so wie in unserer Welt. Wir sitzen im Zug, bewegen uns mit 300 Kilometer pro Stunde. Auf uns kommt ein Zug los mit 300 Kilometer pro Stunde. Relativgeschwindigkeit 600 Kilometer pro Stunde. Nee. Wenn Sie zwei Lichtstrahlen aufeinander donnern, ist deren Geschwindigkeit nicht zweimal c, sondern nur einmal c. Die spezielle Relativitätstheorie, die Folgerung, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Systemen den gleichen Wert hat, nämlich knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde, führt nun dazu, dass die Längen sich kontrahieren, wenn man sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt. Das heißt, die Längen werden kürzer. Die Zeiten werden auch anders, denn bewegte Uhren gehen langsamer als ruhende Uhren. Die Masse wird auf einmal geschwindigkeitsabhängig und vor allen Dingen die berühmte Formel E gleich mc Quadrat, also Energie ist dasselbe wie eine Masse multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Das ist auch eine Folgerung aus der speziellen Relativitätstheorie. Und alle diese vier Dinge, also Längenkontraktion, dieses Uhrenproblem, ja, die Masse wird von der Geschwindigkeit abhängig und E gleich mc Quadrat spielen eine wahnsinnig wichtige Rolle, wenn es darum geht, sagen wir mal, eine Raumkapsel auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Fangen wir mal mit der Masse an. Wenn man eine Masse beschleunigen will, braucht man Energie. Klar.
Energie ist die Möglichkeit, Arbeit zu leisten. Wenn also eine Masse ordentlich beschleunigt werden will, braucht man natürlich viel Energie. Das kann man genau ausrechnen. Ich kann Ihnen sagen, das Verhältnis der Nutzlast, also das, was man tatsächlich irgendwo hinbringen will, zum Treibstofftank, den man braucht, das ist ziemlich schlecht für die Nutzlast. Wenn man also eine Nutzlast wahnsinnig schnell beschleunigen will, braucht man unglaubliche Mengen von Treibstoff. Das Schlimme ist nun, die Relativitätstheorie sagt einem, und das ist im Labor bestätigt worden, wenn man etwas sehr stark beschleunigt, wird die Masse immer größer. Das heißt, wenn die Masse der Nutzlast während der Beschleunigung immer größer wird, sind Sie noch da? Wenn die Masse der Nutzlast während der Beschleunigung immer größer wird, brauchen Sie immer mehr und mehr Treibstoff. Das ist ein Problem. Ja? Und es führt dazu, dass wenn man etwas auf Lichtgeschwindigkeit annähernd, Lichtgeschwindigkeit beschleunigen will, braucht man ungeheure Mengen an Energie. Wie viel Energie kann man denn nun freisetzen? Naja, das ist ganz einfach. E gleich mc Quadrat. Ja, ist nichts, mehr ist nicht zu holen. Wenn Sie also eine gewisse Energie zur Verfügung haben wollen, müssen Sie eine gewisse Masse praktisch komplett in Strahlung verwandeln. Das geht natürlich nur mit Antimaterie. Ja? Nur um Antimaterie herzustellen, die gibt es nämlich so gut wie nicht im Universum. Das ist eine merkwürdige Asymmetrie, über die ich auch schon mal gesprochen habe, würde ich aber jetzt hier nicht weiter ausführen. Um also Antimaterie herzustellen, brauche ich schon wieder wahnsinnig viel Energie. Die muss ich also auch irgendwo herkriegen. Also wenn ich sie nicht im Raumschiff zur Verfügung habe, diese Energiequelle, dann muss ich die Antimaterie vorher produzieren. Was nicht ganz einfach ist, die davor zu bewahren, ständig zu zerstrahlen. Naja, und dann nehmen wir mal an, es geht. Machen wir nur mal für Spaß, es geht. Nehmen wir an, wir haben eine kleine Raumkapsel, die bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum. Oder mit annähernd Lichtgeschwindigkeit. Sagen wir mit annähernder Lichtgeschwindigkeit. Das Erste, was passiert, ist, dass diejenigen, die da wegfliegen, mit ihrem Zuhause keinen Kontakt mehr aufnehmen können. Denn die Uhren im Raumschiff gehen ja viel langsamer als die Uhren daheim. Ich habe da mal ein Zahlenbeispiel mitgebracht. Wo habe ich denn das? Das musste ich mir aufschreiben, weil das sind so viele Zahlen. Stellen Sie sich vor, wir haben ein Raumschiff, das wird beschleunigt mit 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist die gleiche Beschleunigung wie hier auf der Erde, sodass ein Astronaut während der ganzen Zeit im Raumschiff immer schön sein Gewicht spürt. Wird also nicht schwerelos, sondern er wird die ganze Zeit beschleunigt. Nach 2 Jahren haben die 96% der Lichtgeschwindigkeit erreicht. Dann sind die ungefähr 2,8 Lichtjahre weit weg. Also nur mal angenommen, das ist nur ein Zahlenbeispiel, ne? Nicht vergessen. Dann sind auf der Erde 3,6 Jahre vergangen. Nach 4 Jahren sind die Astronauten, also 4 Jahre in ihrer Zeit, sind die Astronauten 26 Lichtjahre weit geflogen. Das ist die Vega. Das heißt, die 26 Lichtjahre, die die Vega tatsächlich von der Erde entfernt ist, haben sich durch die relativistische Längenkontraktion auf 4 Lichtjahre verkürzt. Nach 12 Jahren sind die Astronauten komplett durch die gesamte Galaxie geflogen. Ja? Das sind ungefähr 100.000 Lichtjahre. 12 Jahre in ihrer Zeit. Ja? Also bei ihnen gehen ja die Uhren viel langsamer, bei den Astronauten, die sich mit Lichtgeschwindigkeit, werden ja ständig beschleunigt. Ja? Und die Masse wird ständig größer. Also wir wollen hier nicht über den Energieinhalt, wo wir gar nicht sprechen. Wie sie das machen, interessiert uns nicht. Ja? Sind sie durch die ganze Galaxie geflogen. Auf der Erde sind inzwischen 81.000 Jahre vergangen. Glauben Sie, wenn die jetzt zurückkommen würden, würde sich noch irgendjemand an die erinnern? Nach 15 Jahren sind die Astronauten bei Andromeda angekommen. Auf der Erde sind inzwischen 1,6 Millionen Jahre vergangen. Und nach 26 Jahren, wenn die sich also wirklich mit 99,99999% Lichtgeschwindigkeit bewegen, sind die durch das gesamte Universum geflogen, sind auf der Erde 10 Milliarden Jahre vergangen. Nein, da ist doch keine Kommunikation mehr möglich. Das heißt, Leute, die sich mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum bewegen, ja, die haben erstmal den Kontakt zu nach Hause komplett verloren. So weit, so gut. Aber da passieren noch viel tollere Dinge. Wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum bewegt, dann passieren einige hochgradig unangenehme Dinge. Zunächst einmal möchte ich Ihnen eines sagen. Wenn Sie mal eines Tages einen Platz in einem interstellaren Raumschiff buchen wollen, so einen Charterflug von hier nach Alpha Centauri oder wohin, bitte buchen Sie keine Fensterplätze. Denn dann sehen Sie nichts. Denn dadurch, dass das Raumschiff sich mit sehr hoher Geschwindigkeit bewegt, wird die gesamte Strahlung des Kosmos, alles was da so strahlt, in einen sehr, sehr, sehr kleinen Raumwinkel hinein gebeamt, heißt das. Also der relativistische Effekt ist, dass sämtliche Lichtquellen auf einmal nur aus einem sehr kleinen Raumwinkel auf den Piloten vorne zuscheint. Sie sehen also am Fenster quasi gar nichts. Da ist dunkel. Dann gucken Sie raus, denken sich, wie ist denn das möglich? Abgesehen von den Beschleunigungskräften, die da auf Sie wirken, aber lassen wir das weg. Was noch viel schlimmer ist, ist allerdings, und das ist ein Effekt, den kennen Sie eigentlich, den hatten wir in dieser Sendung auch schon oft genug angesprochen, können wir aber jetzt an der Gelegenheit nochmal tun, ist der sogenannte Doppler-Effekt. Wenn Sie nämlich, ja, nehmen Sie an, Sie stehen und auf Sie kommt, ne, Schuhmacher, kommt auf Sie los, dann erhöht sich der Ton der Maschine und wenn Schuhmacher, also, ne, wenn er sich von Ihnen wegbewegt, dann wird der Ton langwelliger, wie wir auch sagen, nämlich er wird tiefer.
Für das Licht bedeutet es, wenn eine Lichtquelle sich auf sie zubewegt, wird das Licht, das diese Quelle abstrahlt, ins Blaue verschoben. Denn Blau hat eine höhere Frequenz, ja, als zum Beispiel eine Lichtquelle, die komplett weißes Licht abgibt. Es wird immer blauer und blauer. Und wenn die Quelle dann an Ihnen vorbei ist, wird sie röter und röter und röter. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie bewegen sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durchs Universum. Das Universum ist angefüllt mit der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das ist im Wesentlichen Infrarot- und Radiostrahlung, also sehr niederfrequente Strahlung. Aber Sie bewegen sich durch dieses Universum mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Was passiert jetzt? Na? Genau. Die Strahlung wird ins immer hochfrequentere verschoben. Aus einem normalen Infrarotphoton, was Ihnen normalerweise noch nicht einmal richtig die Hautoberfläche erwärmt, wird für Sie Gammastrahlung. Harte Gammastrahlung. Das heißt, wenn sich ein Raumschiff durch das Universum bohrt mit Lichtgeschwindigkeit und also hoffentlich mit nichts zusammenstößt, ja, was ja auch nochmal ein Problem ist, unter Umständen, gerade wenn er abgebremst werden soll, Sie wissen ja, wenn ein Raumschiff beschleunigt wird, braucht man Energie, also wenn es schneller werden soll, braucht man Energie, wenn Sie aber jetzt auf irgendeinem Planeten landen wollen, müssen Sie es ja abbremsen. Da brauchen Sie auch wieder Energie, und zwar die gleiche Menge, die Sie vorher gebraucht haben, um das Ding schneller zu machen, brauchen Sie jetzt, um das Ding abzubremsen. Lassen wir das. Kommen wir zurück zur Strahlung. Wenn sich also das Teil, dieses Raumschiff, was zugegebenermaßen ein winziges sein muss, weil sonst, also Sie sitzen da drin, nehmen Sie an, Sie sind der Pilot, ja, gucken da aus der Scheibe raus und Sie haben schon nur noch ein immer kleiner und kleiner werdendes Gesichtsfeld, weil Sie sich mit immer schnellerer und schnellerer Geschwindigkeit, alle Lichtquellen sind praktisch nur noch in einem winzig kleinen, ganz winzig kleinen Kästchen vor Ihnen. Und die Strahlung, die dann kommt, ist auch noch Gammastrahlung. Jetzt stellen Sie sich das mal vor. So, und jetzt? Jetzt wird doch sofort klar, warum die Klingonen so eine Schwarte da vorne haben. Denn ein Raumschiffpilot kann ja dieser Gammastrahlung nur so lange gegenüber existieren, solange nicht die Gammastrahlung vorne diesen Stirnknochen hier durchgebohrt hat. Denn gegen Strahlung lässt sich nur schwer was abschirmen. Also deswegen haben die Klingonen, also finde ich, ist eine völlig einleuchtende Erklärung, haben die Klingonen vorne diese Schwarte, weil sie als altes Weltraumfahrendes Volk natürlich die Erfahrung gemacht haben, dass es einfach günstiger ist, da vorne entsprechend geschützt zu sein, weil hier die zentrale CPU ganz wichtig ist, wenn die durchs Universum fliegen. Das ist aber noch nicht alles. Man könnte jetzt da sagen, naja, kann man denn sich dagegen nicht schützen? Ja? Zum Beispiel Blei. Blei ist ein gutes Material, um sich gegen Strahlung zu schützen. Na, da sind wir wieder am Anfang. Blei ist schwer, macht das Raumschiff schwerer und es wird immer schwerer und schwerer, überhaupt irgendetwas da draußen zu beschleunigen. Summa summarum muss man also sagen, es wird wahnsinnig schwierig, irgendjemanden dazu zu kriegen, durchs Universum mit Lichtgeschwindigkeit zu fliegen. Es scheint fast unmöglich zu sein. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss dieser Sendung etwas zitieren von Sir James Jeans, einem berühmten Astrophysiker, der mal gesagt hat, der Mensch, der nur des Lebens kleine Lampe zwischen Dunkel und Dunkel kennt, will weiter in die Vergangenheit und Zukunft spähen, als seine kurze Lebensspanne erlaubt. Der Wunsch entspringt nicht nur reiner intellektueller Neugier, er hat tiefere Wurzeln und es liegt ihm ein persönliches Interesse zugrunde. Er will das Weltall in Raum und Zeit erforschen, weil er selbst ein Teil desselben und das Weltall einen Teil von ihm bildet.